Hallo, meine lieben Aktienfreunde, hier ist die Stimme der Vernunft, wenn es ums langfristige Investieren in Aktien geht, insbesondere um Dividendenaktien diesmal, denn ich präsentiere die Top 50 Dividendenaktien hier weggeduckt, da sind sie. Einmal jedes Quartal machen wir eine Auswertung und zeigen anhand der Kauflimits von 70.000 Mitgliedern mittlerweile, und 70.000 Mitglieder können nicht irren, welches die beliebtesten Top 50 Dividendenaktien sind. Dazu gibt es zu diesem Video parallel einen Artikel und den gehen wir ein bisschen durch und vermitteln hier wertvolles Aktienwissen, damit es auch bei dir mit dem passiven Aufbau, Vermögensaufbau klappt. Hier tada, sind nicht die Top 50 Dividendenaktien, denn es sind weniger Titel als 50 und vor allem sind die meistens richtig tiefrot. Das Erste, was ich dir mitteilen möchte, ist, ich gebe keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung ab. Und zweitens, es heißt ja immer Dividendenaktien oder das heißt oft Dividendenaktien, das sind langweilige Unternehmen. Den Unternehmen fällt nichts anderes mehr ein, als das Geld auszuschütten, weil sie nicht mehr wissen, was sie damit tun sollen, wie sie sinnvoll investieren können, um weiterhin zu wachsen. Dann schauen wir nochmal an, wie das Jahr 2021 so gelaufen ist, anhand einer vielleicht nicht ganz repräsentativen Stichprobe, aber doch halbwegs repräsentativ. Ich habe hier nämlich mal 10 Aktien rausgesucht, die in diversen Börsenbriefen gehypt worden sind, Technologietitel, die jeder mehr oder weniger interessierte Aktionär eigentlich auch kennt: Peloton, Teladoc, Fastly, Pinterest, Zoom, DocuSign, Palantir, Shift4 Payments, CrowdStrike, The Trade Desk. Und wenn du mal siehst, wie die performt haben im Jahr 2021, hier aufs letzte Jahr gesehen, wir haben ja jetzt Anfang 2022, aufs letzte Jahr hin, Kursverluste von der Hälfte des eingesetzten Kapitals, das war ja schon ungefähr der Durchschnitt sozusagen, und du hast bis über zwei Drittel deines eingesetzten Kapitals verlieren können, auf 6 Monate, auf 3 Monate. The Trade Desk hat sich noch wacker geschlagen, aber alles andere ist hier tiefrot. Und wenn ich dir jetzt dagegen stelle, die Top 10 Dividendenaktien, der Top 50 Dividendenaktien, die du auch gleich sehen wirst, das ist hier unten, und dann siehst du auch hier ein paar Kursverluste auf Dauer von 3 Monaten bis zu einem Jahr, aber deutlich mehr grün als hier oben. Und ich finde auch ganz interessant, wenn du einfach mal vergleichst, wann die Börsengänge waren, dann siehst du hier oben, dass die Börsengänge teilweise gerade erst 2 Jahre her sind. Also alles relativ junge Unternehmen. Keines hat 10 Jahre erreicht, eher 7 Jahre wäre schon hier das ziemlich das Maximum. Und hier unten, da haben wir die Klassiker, auch die Langeweiler, die aber Dividende zahlen und die sich deutlich besser geschlagen haben im Jahr 2021 als die jungen Wilden da oben. Und wir haben jetzt zum Beispiel die Allianz mit einem Börsengang im 19. Jahrhundert, 1895, um genau zu sein. Damals war, wenn ich mich recht erinnere, das Fernsehen noch schwarz-weiß und gab es nur 3 Programme und da gab es noch kein Internet, sondern nur Fax. Spaß beiseite. Also man sieht, wie diese Unternehmen, wie alt die teilweise sind. Auch noch andere hier vor dem Zweiten Weltkrieg, und die performen immer noch ganz gut und sie bezahlen, wie ich schon sagte, Dividende. Bei 3M kommen ja zum Beispiel auf die Kursgewinne hier noch 3% gut Dividende obendrauf auf Jahressicht. Und das zeigt schon, dass Dividendenaktien durchaus auch ihre Vorzüge haben, dass sie also deutlich weniger riskant, volatil sind und unter anderem auch noch, ohne dass du Aktien verkaufen musst, hier Dividende Cashflow generieren kannst. Ich habe hier mich ja auch schon mit dem Tech Crash ein bisschen beschäftigt. Wenn du wissen möchtest, wie du Dividendenaktien, nicht Dividendenaktien, sondern Tech-Aktien bewerten kannst, um eine Vorstellung zu kriegen, ob nach den horrenden Kursverlusten da jetzt vielleicht eine gute Einstiegsgelegenheit vorherrscht, dann kann ich dir dieses Video empfehlen. Und nun kommen wir aber zu der Liste der Top 50 Dividendenaktien, wo ich aber auch noch gleich was dazu sagen muss. Denn wenn du hier drüber schaust, wirst dem einen oder anderen aufmerksamen Beobachter auffallen, dass ich hier ein paar Tech-Werte reingeschmuggelt habe tatsächlich. Und das sieht man immer dann, wenn es hier keine Dividende gibt. Ich habe mir nämlich mal gedacht, dass es gar nicht uninteressant wäre, auch noch die beliebtesten Nicht-Dividendenzahler in diese Liste reinzumachen, weil es zeigt zwei Dinge. Zum einen, welche sind die beliebtesten Technologietitel, und keiner dieser Technologieaktien ist da oben in der Liste zu finden. Hat ja auch mal eine gewisse Aussagekraft. Und dann finde ich auch noch interessant, dass wir haben hier eins, zwei, ich glaube fünf
Ja, 5 Technologieaktien und 45 Dividendenzahler. Und das ist, wie gesagt, ungefilterte Top 50-Liste eigentlich. Und da siehst du, dass Dividendenzahler sehr beliebt sind. Und Aktien, die keine Dividende auszahlen, beziehungsweise Unternehmen, die keine Dividende auszahlen, sind deutlich in der Minderheit. Wir haben hier also nur Salesforce, Adobe Systems, Meta, Amazon und PayPal, die nicht Dividendenzahler sind, und alles andere schüttet aus. Wenn du hier die Unternehmen anschaust, wirst du ja viele finden, die schon bekannt sind. Hier siehst du das Unternehmen, und immer wenn du hier draufklickst, übrigens in der Liste, dann kannst du hier auf die kostenlose Aktienanalyse kommen, wenn du auf den Link klickst. Hier siehst du die Anzahl der Kauflimits hinten in Platzierung, dann siehst du hier die Änderung plus minus. Also man sieht hier zum Beispiel, dass 3M und Johnson & Johnson im Vergleich zum letzten Top 50 Dividendenliste Update die Plätze getauscht haben. SAP ist unverändert auf Platz 3, Visa hat 2 Plätze gut gemacht und so weiter. Dann siehst du hier die aktuelle Dividendenrendite, 3,3% beispielsweise bei 3M, das Dividendenwachstum auf 5-Jahres-Sicht, das durchschnittliche Dividendenwachstum. Also 3M hat die Dividende jährlich auf die letzten 5 Jahre gesehen um 6% gesteigert. Dann haben wir hier Rabatt, auch interessant. Da siehst du, um wie viel Prozent die Dividende im Vergleich zum Durchschnitt des letzten Jahres, der letzten 12 Monate, gestiegen oder gefallen ist. Also ob es jetzt ein bisschen mehr an Dividende gibt als in der jungen Vergangenheit oder weniger. Im Fall von 3M gibt es ein bisschen mehr Dividende, 0,1%. Und wie kann man das nachprüfen oder wie kannst du das sehen, auch für alle anderen Aktien über die Top 50 Dividendenaktien hinaus? Wir haben im Aktienfinder ja mittlerweile über 1500 Dividendenaktien und haben ja 3M schon mal ausgewählt. Und wenn du hier zum Beispiel in den Dividendenturbo reingehst, dann hier auf den heutigen Tag sozusagen, dann siehst du, die Dividendenrendite liegt bei 3,3%. Und im 12-Monats-Durchschnitt lag sie bei 3,2%. Das sind also diese 0,1%, was du hier dann siehst, wo es momentan ein bisschen mehr gibt hier oben. Das ist quasi die aktuelle Dividendenrendite. Und hier unten diese leichte Linie da in der Mitte dieses Korridors, das ist dann der Durchschnitt auf die letzten 12 Monate. Wir haben auch andere Korridore, kannst du dann auch mit rumspielen. Aber das ist genau das, was du in der Auswertung siehst. Und hier siehst du die Dividendenleiter sozusagen, die kumulierten Zahlungen jeweils pro Monat auf die letzten 12 Monate. Da siehst du, also ein sehr zuverlässiger Dividendenzahler. Das Dividendenwachstum würde ich jetzt nicht als dynamisch beschreiben, aber es wächst immer noch. So, und dann haben wir das Kauflimit, das durchschnittliche Kauflimit unserer Mitglieder, also 506 Kauflimits, und die lagen im Durchschnitt bei 138,41 Euro. Alles in Euro, und auf den aktuellen Kurs ist dessen Abschlag zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Liste, aber hier ist ja noch aktuell, von 13%. Und wenn du hier so ein bisschen durchguckst, dann wirst du ab und zu denken, dass die Abschläge aber relativ hoch sind, beziehungsweise die Kauflimits relativ niedrig liegen. Man sieht aber auch schon, dass es große Unterschiede gibt. Aktien, die eh schon relativ günstig sind, weil die Kursentwicklung ungünstig verlaufen ist, wie beispielsweise bei Unilever. Da liegen die Kauflimits relativ nah am aktuellen Kurs, auch bei Fresenius mit hier so um die 10% Abschlag lediglich. Wenn du dann aber Aktien anguckst wie Pepsi, da sind wir bei knapp 24% Abschlag, was auch schon relativ hoch ist. Gucken wir mal kurz zu Pepsi. Das sind dann eher Aktien, die sind relativ nah am Allzeithoch tatsächlich. Und da erwartet man dann für den Einstieg erstmal wieder oder man wartet erstmal auf einen Rücksetzer, bis man in die Aktie reingeht. So ist da dann die Logik. Hier siehst du, dass wir auf dem Allzeithoch sind, bei Pepsi beispielsweise. Und wenn du dann mal anhand des bereinigten Gewinns hier den fairen Wert anzeigst, und dann könnte man zum Beispiel sehen, hier haben wir ein Abschlagspotenzial, ein Rückschlagspotenzial oder eine Überbewertung momentan. Auf den ist ja noch der geschätzte Gewinn zum Ende des, also zum Geschäftsjahr 2021, haben wir eine Überbewertung von 21%, und hier haben wir eben die 24%. Das heißt, es ist gar nicht so weit weg, gar nicht so unrealistisch, wie das Ganze auf den ersten Blick erscheinen mag. Das ist also die Liste. Da lade ich dich ein, die mal hier schön in Ruhe durchzugehen. Das ist wirklich eine schöne Inspirationsquelle. Ich kann dir auch zeigen,
dass die Liste hochwertig ist. Ich habe nämlich schon hier einen Merkzettel gemacht. Und hier ist der Top 50 Dividendenaktien. Und hier sind jetzt natürlich nur Dividendenzahler drin. Also ich habe nicht die Tech-Aktien, die ich da reingeschmuggelt habe, in den Blogbeitrag. Du musst einfach nur mal angucken, hier wie hoch schon das Ranking ist. Dividendenwachstumsranking, gibt es auch Dividendenertragsranking. Aber es ist fast egal, was ich auswähle. Ich habe hier immer relativ hohe Rankings. Jetzt mal Dividendenertrag, dann ändert sich das Ganze hier. Und du siehst auch, dass die Auszeichnungsdichte, das sind zwei Spalten, Ranking und Auszeichnung, die über die Qualität einer Aktie relativ schnell die Bescheid geben können. Walt Disney hat ja mal die Dividende gekürzt, deshalb steht da noch nichts. Und wir haben auch noch andere schöne Indikatoren, dass es sich hier um was Hochwertiges handelt. Wenn du dir zum Beispiel hier die Kursentwicklung anschaust, die langfristige, vor allem hier auf die letzten Spalten guckst, dann siehst du sehr viel Grün, hier oben ein bisschen mehr Rot. Was auch noch interessant ist, wie ich finde, habe ich gerade drauf gekommen, wegen Grün und Rot, wegen der Performance, mit dem man nach dem Land sortierst, dann haben wir doch relativ viele, 9 Stück, oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, relativ viele deutsche Aktien und in den Top 50 Dividendenaktien. 9 Stück ist relativ viel, wie ich finde. Wir haben dann noch 4 Briten, einen Franzosen, einen Japaner, einen Schweizer und einen Chinesen mit Tencent. Da kommen wir auch nochmal ganz kurz drauf, würde ich sagen. Und was mir aufgefallen ist, das ist, dass tatsächlich die Nicht-Amerikaner so in Summe schlechter performt haben, vor allem auf das letzte Jahr hier, also relativ viel Rot, als die Amerikaner. Also die Amerikaner haben sich deutlich besser entwickelt in Summe als die, muss man leider sagen, Nicht-US-Aktien. Das sind übrigens die Kursgewinne ohne Wechselkursverzerrungen. Das ist alles in der Hauptwährung gerechnet. Also sind dann Kursgewinne bei den Deutschen in Euro, Kursgewinne bei den Amerikanern in US-Dollar, damit wir hier keine Verzerrungen haben und man es mit anderen vergleichen kann von der Performance her. So, das ist aber die Liste der Top 50 Dividendenaktien im Aktienfinder. Und was ich nur mal sagen wollte, ist, dass wir hier insgesamt eine sehr hochwertige Aktie haben, beziehungsweise eine sehr hochwertige Liste haben. Und dann geht es ja immer weiter, und zwar zum einen, dass man sagt, okay, ich bin eher derjenige, der auf hohe Dividenden steht und andere derjenige, der auf hohes Dividendenwachstum steht. Da kann man dann nochmal differenzieren, welche Dividendenaktien für dich eher interessant sind. Dann haben wir hier zum Beispiel Aktien mit hoher Dividende. Das sind jetzt die aus der Top 50 Liste. Da haben wir noch ein Ausrufezeichen gemacht bei Rio Tinto. Dividendenkürzung wahrscheinlich. Warum? Und das wäre dann auch gleich, was ich auch nochmal drauf eingehen möchte, gerade diejenigen, die auf Aktien mit hohen Dividenden stehen, die sollten natürlich in erster Linie gleich mal prüfen, ob die hohe Dividende denn sicher ist. Wie macht man das? Am Beispiel von Rio Tinto kann ich eigentlich zeigen, dass es relativ einfach ist. Ich müsste hier ja auch Rio Tinto in der Liste haben. Und da sind sie schon. Mach's mal wieder ein bisschen kleiner hier. So, und dann gehen wir einfach kurz in den Qualitätscheck rein. Da siehst du sofort, dass die Dividende, die absolute Dividende sinken soll, dass wir also eine Kürzung zu erwarten haben, weil auch die Gewinne und freien Cashflows sinken. Sieht man hier auch die Gründe, hier sinken sowohl die Umsätze als auch die Margen, und das beides führt eben zu sinkenden Cashflows und Gewinnen und dann in Folge zu sinkenden Dividenden. Also bei Rio Tinto beispielsweise ist die Dividende also nicht sicher, sondern mit einer Dividendenkürzung zu rechnen. Dann könntest du dich fragen, ja okay, aber die Dividendenrendite fällt ja immer noch sehr hoch aus. Wie hoch eigentlich? Da kannst du dann wieder in den Dividendenturbo gehen. Dann siehst du, aktuelle Dividendenrendite bei 13% war auch schon höher, bei 15%, weil der Aktienkurs mal vermutlich gesunken ist, das sehen wir gleich, also noch niedriger Stand. Und nach den Kürzungen, es werden mehrere Kürzungen in Folge erwartet, liegt sie dann bei 8%, 6,6% und immer noch bei 5%. Und wenn du jetzt wissen willst, ob das jetzt noch attraktiv ist, also es hört sich ja immer noch hoch an, die Dividendenrendite, und dann willst du wissen, ist es jetzt immer noch ein Kauf, die Aktie, ist eine günstige Einstiegsgelegenheit, dann kannst du hier reingehen in den fairen Wert. Und da siehst du auch nochmal was Interessantes, nämlich dass die Kursentwicklung abhängig ist vom Gewinnverlauf. Ich denke, das sieht man hier relativ gut. Wir haben hier den bereinigten Gewinn, wir haben den bilanzierten Gewinn. Der bilanzierte Gewinn bzw. der bereinigte Gewinn bereinigt um hier außerordentliche, in erster Linie Aufwendungen.
und deshalb vielleicht ein bisschen repräsentativer und deshalb auch etwas gleichmäßiger verlaufend, aber nichtsdestotrotz noch ein zyklischer Wert. Hier siehst du mal, dass die Gewinne geradezu explodiert sind bei Rio Tinto, weshalb man sich auch eine sehr hohe Dividende leisten konnte, unter anderem auch teilweise Sonderdividende. Das tun wir ebenfalls anzeigen, was ist reguläre, was ist Sonderdividende. Und dann sieht man aber auch, wenn man den bereinigten Wert, also den fairen Wert, basierend auf dem bereinigten Gewinn drüberlegt, um zu gucken, ob die Aktie über- oder unterbewertet ist, dann sieht man Folgendes, dass der Aktienkurs gar nicht so stark hochging, wie jetzt der Gewinnsteigerung nahegelegt hätte, wenn man davon ausgeht, dass die Aktie in der Vergangenheit mit einem KGV von 0,3 bewertet war. Wenn man hier auch, wenn der Markt hier auch dann der Aktie einen KGV von 9,3 zugestanden hätte, dann wäre der Aktienkurs bis auf über 90 britische Pfund geschnellt. Er hat aber nie wesentlich, doch 65 Pfund hat er mal gemacht, aber drüber kam er nicht, also deutlich drunter geblieben. Ist für mich aber nachvollziehbar, denn der Markt hat vorweggenommen, dass diese Gewinne auf dieser Höhe nicht dauerhaft gehalten werden können. Die Analysten sagen ja genau das Gleiche. Insofern ist der Aktienkurs zwar gestiegen, auch auf hier ein Allzeithoch oder jedenfalls nahe dran, wenn ich mir das hier anschaue, aber nicht so, wie man hätte annehmen können, wenn man einfach stumpf, in Anführungszeichen, das durchschnittliche KGV angewendet hätte. Wichtiger hier, und aber hier hinten übrigens sieht man, dass es sehr gut gelaufen ist, beziehungsweise dass es sehr gut funktioniert hat mit der Berechnung des fairen Werts. Der Aktienkurs hat das repräsentiert, hat den fairen Wert repräsentiert, aber hier haben wir halt eine außergewöhnliche Entwicklung, die der Aktienkurs so aus den dargelegten Gründen nicht nachvollzogen hat. Repräsentativer wird es wieder, wenn die Gewinner fallen, zurückfallen auf Größenordnungen, wie wir sie schon in der Vergangenheit gesehen haben. Das ist dann auch besser geeignet für die Berechnung des fairen Werts. Und wenn man das dann mal anschaut, dann sieht man, hier haben wir 14 Analysten übrigens, die das laufende Geschäftsjahr jetzt schätzen, also das neue Geschäftsjahr, dann das nächste Geschäftsjahr 14 und dann später für 2024 nur noch 3 Analysten. Dann nehmen wir mal den fairen Wert von 2023 und da sieht man dann, dass du mit einer jährlichen Rendite rechnen könntest noch von 2,1% nur, weil eben die Gewinne so stark rückläufig sind und auch die Dividenden. Das heißt, prognostiziert sind hier in diesem Fall sogar Kursverluste, aber die Dividenden würden die mehr als wettmachen. Wenn du jetzt noch die Abgeltungssteuer abziehst, kommst du so fast auf eine schwarze Null, würde ich mal sagen. Also aus dieser Sicht keine günstige Einstiegsgelegenheit im Moment bei Rio Tinto, wenn man das so analysiert. Gucken wir mal, was es noch so gibt. Das wäre Rio Tinto, habe ich auch hier darüber geschrieben im Blogbeitrag. British American Tobacco habe ich auch noch. Das ist ja die Nummer 2 hier in dieser Grafik und dann als Nummer 3 die nächste Tabakaktie Altria. Und bei British American Tobacco finde ich eigentlich auch ganz interessant, die Aktie. Wenn man hier mal schauen will, was da passiert ist, British American Tobacco, jawohl, mit 7,5% Dividendenrendite, also absolut ebenfalls attraktiv von der Höhe der Dividende betrachtet. Und hier siehst du, dass die Analysten davon ausgehen, dass die Dividende weiter steigen wird, ganz im Gegensatz zu Rio Tinto. Und man sieht ja auch noch hier, wie der Verlauf weiter sein wird von der Dividendenrendite. Du kennst das ja. Und was ich interessant finde noch ist, wenn man sich mal das hier anschaut. Also zunächst einmal das ist zur Sicherheit der Dividende. Wir haben ja hier den freien Cashflow und der ist da jetzt leicht rückläufig gewesen. Hier wird nur halbjährlich berichtet, übrigens nicht quartalsweise. Dann siehst du hier aber der freie Cashflow 2,79, Dividende 2,16. Also das sind ja noch 63 britische Pence hier Luft und danach und weiterhin soll dann in der Zukunft der freie Cashflow wieder etwas stärker steigen. Insofern von der Seite aus grünes Licht. Was mir auch gut gefallen hat übrigens, ist ja, dass die Margen, insbesondere operative Marge, ansteigt langfristig. Was ja alles nicht selbstverständlich ist, wenn man Tabakaktien nur vom Hören kennt, weil da ist ja die Stimmung sehr, sehr schlecht. Wir gehen auch noch in die Bewertung rein. Und was ich hier noch interessant finde, ist, wenn wir mal schauen, wie sich die Zinsen bzw. wie sich die zu verzinsenden Schulden entwickelt haben, die Schulden, die tatsächlich sozusagen die Bilanz des Unternehmens belasten, dann siehst du einmal hier diesen Sprung der Verschuldung von 19,3 auf
49 Milliarden britische Pfund. Das war die Übernahme von Reynolds America. British American Tobacco ist ja auf der ganzen Welt vertreten. So ähnlich wie, wen haben wir noch, der auf der ganzen Welt vertreten ist? Imperial Brands, glaube ich, Philip Morris, Altria, Japan Tobacco. Ich glaube, die sind alle nicht auf der ganzen Welt. Also hier sozusagen eine gute Streuung von der Diversifikation her, wo sie überall sind. Was ich aber noch sagen wollte ist, dank hier eines freien Cashflows, der über den Dividenden liegt, haben wir also eine positive Tilgungskraft. Und das erlaubt es, obwohl British American Tobacco so hohe Dividenden ausschüttet, die Schulden noch parallel zurückzuführen. Wir sind nämlich gesunken im Jahr 2017 von 49 Milliarden britische Pfund auf aktuell 45 Milliarden britische Pfund, also um 4 Milliarden britische Pfund sind die Schulden bereits abgebaut worden. Und entsprechend müsste auch der Zinsaufwand, ne, der ist sogar gestiegen. Der Zinsaufwand ist sogar gestiegen, vermutlich deshalb, weil sie hier nicht fürs komplette Geschäftsjahr Zinsen bezahlt haben. Aber hier war es 1,606 und hier ist 1,569, ein bisschen niedriger. Jedenfalls werden die Schulden abgebaut und zu verdanken ist das der hier bereits erwähnten Tilgungskraft. Und es ist natürlich schon gut, wenn das Unternehmen, also wir haben hier quasi überall grüne Lichter, rein fundamental betrachtet bei British American Tobacco. Vielleicht kommt gleich noch eins dazu bezüglich der Bewertung. Also wir haben hier steigende Gewinne, also erstmal steigende Umsätze, steigende Margen, steigende Gewinne, steigende freie Cashflows erlauben steigende Dividenden plus sinkende Schulden. Also das ist schon soweit ganz attraktiv, wenn man dann sich in die Bewertung reinfuchsen möchte so ein bisschen. Das sieht man dann, hier nehmen wir auch den bereinigten Gewinn, schon ohne Bewertung, dass wir hier ja massive Abschläge haben. Wir hatten einen Aktienkurs gehabt von 56 britischen Pfund und der hat sich so grosso motto halbiert auf momentan 29 britische Pfund. Wir haben jetzt schon ein längeres Rumdümpeln des Aktienkurses seit 1, 2, 3 Jahren volatil seitwärts. Und wenn man einfach mal den fairen Wert drüber legt, berechnet auf dem durchschnittlichen bereinigten KGV der letzten 10 Jahre, da können Sie auch gerne ein bisschen länger machen, ändert sich nicht viel. Da sieht man hier, dass die Aktie sehr stark unterbewertet ist, wenn man eben dieses KGV von 13,4 für bare Münze nimmt. Und dann hätten wir eine massive Unterbewertung, dann wäre der faire Wert bei 44 britischen Pfund. So, das würde ich jetzt aber natürlich nicht nehmen, weil hier hat der Markt mal seine Meinung in relativ kurzer Zeit, ging auch über ein Jahr, aber doch relativ schlagartig, wenn man das hier anschaut, geändert und seitdem seine Meinung beibehalten, was die Bewertung von Tabakaktien angeht. Also würde ich dann auch eher sagen, sollte man die Aktien noch niedriger bewerten. Man kann zum Beispiel auf ein KGV gehen, was relativ nah am aktuellen KGV liegt. Nehmen wir 9 statt 13,4 und schon sinkt hier der faire Wert der Aktie. Man sieht, dass in der Vergangenheit die Aktie deutlich wertvoller war, aber das ist, man kann so bezeichnen, die neue Realität. Und jetzt auf dieser neuen Realität basierend kann man jetzt mal schauen, was habe ich denn da für eine Renditeerwartung? Und das finde ich jetzt auch ganz interessant, wenn wir hier ein bisschen näher reinzoomen. Hier ist der aktuelle Kurs und dann haben wir hier wieder die Anzahl der Analysten, das ist auch gut gecovert, 12 Analysten, hier nimmt es ab, 3. Dann gehen wir hier mal rein, da wo noch 12 Analysten sind, das wäre dann das Ende des Geschäftsjahres 2023 und hier dann die Dividenden, die erwartete jährliche Rendite wäre dann, liege dann bei 16,6%, also wäre ein klarer Outperformer und nicht ganz, aber annähernd die Hälfte davon wird dann über Dividenden erzielt. Und das könnte also auch eine attraktive Einstiegsgelegenheit sozusagen sein. Also ich gebe ja keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung ab. Aber im Vergleich zu Rio Tinto lockt mich das doch deutlich mehr. So, und du kannst ja das analog mit allen anderen Aktien im Prinzip auch machen, um zu prüfen, ob die Dividende sicher ist und wie hoch dann deine Renditeerwartung ist. Also der Aktienfinder macht das Ganze ja relativ zum Kinderspiel, also relativ leicht, wenn man ein bisschen Übung hat. Hier habe ich dann wegen British American Tobacco erwähnt und dann haben wir auch noch Aktien mit hohem Dividendenwachstum. Da fehlt noch die Grafik, die kommt aber gleich rein. Ich müsste hier schon irgendwo haben. Ich bin ja flexibel, soll ja keiner sagen, dass ich hier irgendwas vorenthalten möchte. Und wo ist es? Ich muss kurz in den Download-Ordner gehen. Dann habt ihr das auch mal vor der Nase gehabt. So. Ja.
Da sind sie. Das wäre das hier. So sieht es aus. Und da hätten wir auf Platz 1 dann Tencent beispielsweise mit 27% auf die letzten 5 Jahre durchschnittlichen Dividendenwachstums. Und dann kommen hier andere, eher bekanntere Aktien, die leichter als Dividendenaktie durchgehen. Ist Tencent eine Dividendenaktie? Viele würden sagen, es ist keine Dividendenaktie. Dann würde man argumentieren, dass man die Aktie nicht wegen der Dividende gekauft hat. Man kann aber auch argumentieren, dass Tencent sehr wohl eine Dividendenaktie ist. Und das machen wir jetzt einfach mal. Gehen wir wieder hier in den Aktienfinder der Wahl. Dann haben wir ja auch Tencent hier drin. Und zwar ist die Dividendenrendite momentan mit 0,35% absolut mickrig, was ich ja gerne zugebe. Aber wir sehen hier schon im Forecast, dass die Dividendenrendite steigen soll. Und zwar, wenn du mal nur lang genug die Aktie halten würdest, hier 2039, hättest du eine persönliche Dividendenrendite von 9,3% zu erwarten. Persönliche Dividendenrendite heißt halt immer dann die prognostizierte, in diesem Fall Dividende von 2039, vom Jahr 2039 in Bezug auf deinen Einstandskurs. Jetzt kannst du sagen, ja, ganz schön Glaskugel hier. Wir können aber auch einen Blick zurückwerfen. Und hier, was den fairen Wert angeht, daheim können wir nämlich auch die persönliche Dividendenrendite ausrechnen. Dann machen wir mal das hier und zoomen mal raus. Wir sind ja schon lang börsennotiert, haben die ersten Dividenden gezahlt hier im Jahr 2005. Und wenn man da einfach mal hingeht und sagt, angenommen, man wäre einer der Glücklichen gewesen und hätte hier sei die Aktie gekauft, hätte man natürlich horrende, horrende Kursgewinne gemacht. Aber wie sieht es mit der persönlichen Dividendenrendite aus? Bis heute, klicken wir mal bis heute dahin, da hättest du eine persönliche Dividendenrendite von 145%. Mit anderen Worten, du würdest jetzt für dieses Geschäftsjahr ungefähr das 1,5-fache an Dividende bekommen im Vergleich zu deinem Einstandskurs, also im Vergleich zu dem Betrag, den du auf den Tisch gelegt hast, um die Aktien zu kaufen. Und das zeigt einfach die Macht des dynamischen Dividendenwachstums. Den Hubbel nehmen wir jetzt mal so gar nicht ganz so ernst. Der beruht mal wieder nur auf einem einzigen Analysten. Hier haben wir noch zwei und hier mal 21. Also hier haben wir noch 22 Analysten, hier mal 21 Analysten für 2023. Und hier haben wir wahrscheinlich auch Verzerrungen drin, dadurch, dass so viele Analysten rausgefallen sind. Aber bis dahin kann man das durchaus noch so für bare Münze nehmen. Und dann ist natürlich die persönliche Dividendenrendite noch höher. Ne? Wenn wir jetzt mal gucken, dann liegt es sogar bei 261%. So, ganz schön heftig. Ne? Also so kann man auch argumentieren, dass Tencent durchaus eine Dividendenaktie sei. Kommt natürlich so ein bisschen auf die Perspektive drauf an. So, die anderen Aktien gehen wir jetzt mal nicht durch. Was ich ja einfach noch zeigen wollte, ist das hier, auch zur persönlichen Dividendenrendite, zur Macht der persönlichen Dividendenrendite und dass das tatsächlich keine Fiktion ist. Und dass einfach das so eine Motivation sein soll, um langfristig zu investieren. Ob das jetzt mit dem Sparplan ist oder im Einzelkauf und dann die Aktie länger zu behalten. Die persönliche Dividendenrendite ist tatsächlich ein Gradmesser des Erfolgs. Weil entweder die kann ja nur durch zwei Dinge sich erhöhen. Entweder die Dividende steigt und oder der Aktienkurs ist gestiegen. Denn dann ist die aktuelle Dividende, dann fällt die aktuelle Dividendenrendite, aber du hast ja den günstigeren Kurs gesichert, weil du hast sie ja schon gekauft, also hast du eine höhere persönliche Dividendenrendite. In beiden Fällen kannst du zufrieden sein. Und wir haben doch das Starterdepot, ich muss es einfach nochmal zeigen, wo wir deine Dividendenstrategie des dynamischen Dividendenwachstums fahren. Und dann siehst du hier, ich hoffe, ich bin nicht so im Bild, schiebe es mal ein bisschen zur Seite, dann siehst du hier die persönliche Dividendenrendite, also du siehst hier die aktuelle Dividende, dann siehst du hier die persönliche Dividendenrendite und dann siehst du hier die Differenz. Und bei Home Depot beispielsweise, das ist hier absteigend sortiert, haben wir schon eine persönliche Dividendenrendite von 2,5%, damit 0,8% mehr als der aktuelle dass die aktuelle Dividendenrendite hergibt. Und das ist bei vielen anderen Aktien der Fall. Nur bei 4 Aktien sind wir ja mehr oder weniger leicht im Minus momentan. Bei allen müsste das der Fall sein, weil der Aktienkurs rückläufig gewesen ist. Das heißt, hier haben wir dann auch Kursverluste, moderate Kursverluste in der Regel eingefahren.
Bei den anderen Aktien, also 15 Stück im Plus und 4 Stück ist es weniger. Und Amazon, ja, das ist ja unser Experimentierkind, das keine Dividende bezahlt. So, das Standarddepot kannst du noch hier dir anschauen und auch alles live, also immer aktualisiert. Das hier verfällt ja irgendwann und das Standarddepot, das bleibt ja up to date. Das sind genau dieselben 20 Aktien drinnen und wir haben hier auch diese Spalte persönliche Dividendenrendite. Das müsstest du nun mal genau das Gleiche sehen. Klappt ja nicht so mit der Sortierung, weil das auch im Plus ist, obwohl es eigentlich Minus ist. Das haben wir hier halt mit der Formatierung gemacht. Aber hier siehst du dieselben Zahlen wieder und 4 Aktien haben eben jetzt eine niedrigere persönliche Dividendenrendite. Aber auf das gesamte Depot bezogen, siehst du dann auch nochmal hier, dass die persönliche Dividendenrendite des Depots bei 2,06% liegt und damit schon deutlich über der aktuellen Dividendenrendite des Depots mit 1,68%. Also es geht in die richtige Richtung und du siehst ja auch dann die Kursgewinne, die in Masse dafür verantwortlich gewesen sind, dass dann die Dividendenrendite, die aktuelle Dividendenrendite gesunken ist. Aber weil wir die Aktien eben schon hatten, freuen wir uns über eine Dividendenrendite von über 2% auf unseren Einstandskurs bezogen. Und natürlich freuen wir uns auch über das Wachstum, die Dividendensteigerung, die wir in dem Depot haben. Und wir freuen uns natürlich auch über die Dividenden, die dann tatsächlich irgendwann mal geflossen sind. Also insofern hier alles gut soweit. Und das sollte auch nochmal ein bisschen motivieren und zeigen einfach, dass die persönliche Dividendenrendite eine Realität ist. Und im Aktienfinder, wie gesagt, haben wir 1500 Dividendenzahler, die du dann alle entsprechend analysieren kannst. Das ist auch eine Inspiration. Die Top 50 Dividendenaktien sind auch eine Inspiration. Das Starterdepot ist eine Inspiration. Und wenn du den Aktienfinder kostenlos haben möchtest, dann gibt es hier in der Aktion, das geht bis zum 17.01. noch, den Aktienfinder für ein Jahr lang kostenlos. Und bei Scalable, wenn du ein Depot aufmachst bei Scalable Capital, und das könnte interessant sein, weil du da eben Aktien besparen kannst, schon ab 1 Euro ebenfalls kostenlos. So viel zu den Top 50 Dividendenaktien. Jetzt lade ich dich ein, dir mal die Liste ein bisschen genauer anzuschauen. Und ihr könnt ja unten in die Kommentare mal reinschreiben, welches eure Top-Dividendenaktien sind, die ihr jetzt im Visier habt für 2022. Okay, dann danke fürs Zuschauen, auf gute Investments, aufsteigende Dividenden, aufsteigende Kurse und bis zum nächsten Mal. Ciao.